Das Jahr rennt an uns schon wieder vorbei. Und ich meine, ich habe letztes Jahr etwas versprochen, was ich nicht eingehalten habe. Full Face Make-up mit Marken aus der Drogerie. Und deswegen starten wir jetzt endlich mit einer neuen Full Face-Reihe, aber dieses Mal ein bisschen anders. Ich suche nicht zwanghaft einfach Produkte raus von den Marken, sondern ich zeige euch nur meine Favoriten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute starten wir mit Maybelline und Maybelline, da müssen wir ein bisschen drüber reden, weil ich habe so eine leise Vermutung und die betrifft nicht nur Maybelline, sondern viele Marken in der Drogerie und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, deswegen würde ich vorschlagen, los geht's. Ihr wisst, dass die Drogerie ist mittlerweile mein zweites Zuhause, vielleicht auch schon mein erstes Zuhause und ich bin noch hier bei uns zu Hause Gast. Ich bin regelmäßig in der Drogerie und ich beschäftige mich natürlich jobtechnisch schon sehr, sehr viel mit dem Make-up, was rauskommt und auch mit den Marken und wie sich das Ganze so in den letzten Jahren verändert hat, habe ich natürlich auch gut im Blick gehabt. Mir ist vor allen Dingen bei Maybelline etwas aufgefallen und bei L'Oréal, die gehören ja irgendwie zusammen, was ich gerne mit euch besprechen wollen würde und wir schminken dabei aber einen Look und wir starten auch schon mit dem ersten Produkt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da lasst und mir eure, ganz, ganz wichtig, Maybelline-Favoriten in die Kommentare schreibt, denn ich glaube, daraus können wir schon ganz viele Schlüsse ziehen. Wir starten mit dem Primer. Das ist der Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Hydrating Primer für normale bis trockene Haut, hat einen Lichtschutzfaktor von 20 mit drin. Eigentlich hat er ihn nicht mit drin, weil Lichtschutzfaktoren in der Menge natürlich einfach nicht existent sind. Ich zeige euch mal kurz die Menge, die man ungefähr bräuchte, um einen 20er Lichtschutzfaktor aufzutragen. Und das ist natürlich viel zu viel für einen Primer. Das ist ein sehr, sehr feuchtigkeitsspendender Primer. Ich mag den sehr gerne. Ich bin aber ehrlich, ich benutze selten solche Primer mittlerweile noch. Ich habe etwas, dauert noch ein paar Tage, aber es ist nicht mehr lange hin. Was mir sehr geholfen hat, punktuell zu arbeiten, das probiere ich natürlich hier, seht ihr, viel zu viel. Was ich punktuell immer nur auftrage und dann ein All-Over-Produkt, seht ihr aber demnächst. Und sowas benutze ich mittlerweile nicht mehr so häufig, außer wenn ich eine Veranstaltung habe, wo man Make-up sehr, sehr lange halten soll, beispielsweise ein Fotoshooting. Ein Event oder irgendetwas anderes. Da nehme ich meistens aber Make-up-Primer, die mein Make-up länger haltbar machen und nicht unbedingt mit diesem Glow geben. Der zieht recht schnell ein. Er hinterlässt auch, ihr könnt es glaube ich hier in dem Bereich sehen und auch hier in dem Stirnbereich, einen sehr leuchtenden Look. Ne? Also es ist ein sehr glänzender Primer. Ich würde ihn sehr ähnlich setzen zu meinem damaligen mit Rival Loves Me, dem, oh Gott, Whipped Cream Primer. Sehr, sehr ähnlich vom Feeling her und auch von dem Effekt auf der Haut her. Mag ich aber ganz gerne. Und ihr seht es, glaube ich, schon anhand der Verpackung. Es gibt mittlerweile bei Maybelline eine sehr begrenzte Anzahl an Neuheiten. Und vor allen Dingen, was Kategorien angeht. Maybelline ist nicht mehr so die Marke, die regelmäßig etwas Neues rausgebracht hat, sondern immer nur selektiv in denselben Kategorien. Lippen und Augen. Ich bin neulich durch die Drogerie gegangen, weil ich mich daran erinnerte, dass ich vor einigen Jahren mal eine Lidschattenpalette von Maybelline getestet habe. Die Fotos aus New York Palette. Die Fotos ohne Textilien. Es ist schwierig hier geworden bei YouTube. Ich habe mal geschaut und es gibt seit, ich glaube, 2019 oder 2020 einfach keine neue Lidschattenpalette mehr bei Maybelline. Das ist so krass, weil sich das einfach komplett geändert hat. Wir hatten während der Pandemiezeiten, da kam gar nichts Neues irgendwie raus. Vielleicht kam da mal eine Mascara raus, weil das ja der einzige Bereich war, der spannend war oder den man gesehen hat. Lippenprodukte eigentlich gar nicht. Die Liquid Lipsticks haben sich so ein bisschen verfestigt, ne, weil die ja unter der Maske gut gehalten haben. Und seitdem das alles vorbei ist, sind die Glossy-Produkte wieder da. Und das sieht man an den Produkten. Maybelline hat damals, ich glaube, mit denen hier gestartet, den Superstay Matte Inks. Dann kamen irgendwann die Vinyl Inks raus, dann kam die Glosse raus und die Plumper Glosse und jetzt kam in derselben Verpackung die Sunkisser Blusher mit raus und der Fokus ist immer nur Lippe, Auge, Lippe, Auge. Wir haben seit langem keine neuen Complexion Produkte mehr gehabt. Foundations, Puder, Primer. Es gab mal diese Green Me Reihe, die war schwierig. Und das war's dann. Es interessiert mich sehr, mit euch darüber mal zu sprechen in den Kommentaren, woran ihr glaubt, woran das liegt. Mein Erfahrungswert ist, dass der Drogeriemarkt nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall ein sehr umkämpfter Bereich ist. Aber die Marken müssen den Drogerien natürlich auch Zahlen liefern, sonst fliegen die raus. Und es gibt diese Kategorien, die einfach immer wieder gekauft werden. Und es gibt ein, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber es gibt eine Korrelation zwischen gesellschaftlich einschneidenden Erlebnissen
und Lippenstiften. Ich verlinke euch hier mal kurz, wie das heißt. Und wenn ihr wollt, können wir darüber nochmal gesondert reden. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, das trifft genau jetzt in der Drogerie auch zu und vor unseren Augen passiert. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Primer ist gut eingezogen. Ich mache mal schnell meine Foundation rauf. Bevor wir das aber machen, wollte ich euch einen kleinen Hack mit auf den Weg geben. Ich liebe Color Correction. Und ihr seht es schon, ich habe schon ein bisschen was drunter. Ich zeige euch aber, wie ich das gemacht habe. Ich habe die Super Stay Inks genommen. Ein bisschen was an meinen Handrücken gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mit den Vinyl Inks machen. Finde ich, funktioniert immer noch ein bisschen besser. Und habe da einfach einen Concealer mit reingemischt. Und was passiert dadurch? Diese Matte Ink Super Stays, die halten sehr, sehr gut. Und ihr könnt damit die Farbe einfach ein bisschen anpassen und eure Augenschatten damit komplett kaschieren. Ich glaube, ihr seht es, ne? So ein leichter pinkiger Schein kommt durch und ihr könnt das so, so gut machen. Es funktioniert sehr gut, es hält sehr gut, ihr braucht nicht so viel. Am besten funktioniert es mit denen hier. Die Super Stay Matte Inks halten aber besser und wenn man die beide so ein bisschen mischt, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Das sind natürlich auch Farben, die ich so oder so gerne trage, deswegen habe ich da jetzt nichts extra gekauft. Das sind generell Produkte, die ich alle schon hier hatte. Ich bin auch nicht nochmal in die Drogerie gegangen, um zu schauen, was es vielleicht, was ich da noch mit reinnehmen will, weil ich möchte einfach nicht mehr so viele neu, neu, neu und kaufen, 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 sondern ich kaufe die Sachen und zeige sie euch und vielleicht habt ihr die Sachen schon und vielleicht ist das das Produkt, worauf ihr gewartet habt. Aber auch nochmal ganz, ganz klar, nur weil ich etwas zeige, heißt es das nicht, dass ihr es kaufen müsst. Bitte, bitte, bitte achtet auf eure Ausgaben. Das hat mich damals, hat mich so, es wird ein Quatschvideo, ich merke schon, es hat mich damals so wütend gemacht, als ich gesehen habe, wie die ganzen Teenie-Girls auf TikTok ihre Klarna-Schulden gezeigt haben und damit geprahlt haben, wie hoch ihre Klarna-Schulden sind. Sag mal. Color Correction haben wir drauf. Ich mache einmal schnell die Foundation. Probiert das wirklich mal aus, mit Color Correction zu arbeiten. Dafür sind diese Liquid Lipsticks immer sehr, sehr gut. Ich liebe sie es auch, sie als Blushes zu benutzen. Wir schminken aber heute mal einen spannenden Look, weil ich habe was gesehen, das fand ich schön, das wollte ich nachschminken. Als Grundlage für den Look nehme ich den Maybelline Matte Ink in der Farbe 80 Ruler. Den benutze ich als Blush. Ein bisschen hier. Ein bisschen da. Es wird heute ein Burgunder-Look und mische den in meine feuchte Foundation schon mal mit rein. Ist sehr, sehr pigmentiert. Man muss sich ein bisschen beeilen. Am besten funktioniert das natürlich mit einem Concealer mit reingemischt. Aber ich will heute Fokus haben. So, dann haben wir schon mal so einen leichten Hauch an Farbe und ich gehe rüber mit den Sunkisser Blushes. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich sie nicht so ganz verstanden habe, mittlerweile aber ganz gut. Die gibt es in verschiedenen Farben. Einmal in den pinkigen Tönen, die habe ich nicht. Ich habe mich für diese gebronzten Töne entschieden. Ich finde, das sieht einfach jetzt zu der Jahreszeit immer so ein bisschen schöner aus. Ein bisschen Aprikotfarben und der ist ganz leicht. Also ich dachte, dass die super dick sind und super pigmentiert sind, ähnlich wie so ein Lippenstift, aber es sind sie nicht. Sie sind sehr wässrig schon fast, hinterlassen so einen leichten gebronzten Touch. Ich arbeite mir das auch hier gleich so ein bisschen in die Schläfen und schon mal in die Augen und dann auch im Anschluss über die Nase. Immer kurz die Lichtspitze weg, dass ihr das Ganze sehen könnt. Sehr gebräunt ist das. Das ist alles ein schöner Glowy Look, sehr zart, funktioniert meiner Meinung nach am allerbesten, wenn man sehr subtile Looks haben kann. Und auch da sind wir schon wieder beim nächsten. Es ist nämlich so spannend. Es gibt einmal diese super leuchtenden Farben, die sehr, sehr trendorientiert sind. Da muss ich sagen, ist Maybelline immer noch sehr weit vorne, was Trends angeht und was Hypes angeht, dann bringen sie trotzdem parallel so die Klassiker-Produkte raus. Wir hüpfen noch einmal kurz zurück zu den Liquid Lipsticks und ich möchte nochmal die Farbe Ruler mit benutzen, weil ich finde, das sind meiner Meinung nach einer der besten Creme-Lidschatten, die es gibt. Die halten sehr, 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 sehr gut. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein mit der Arbeit damit, aber es geht. Das ist ein sehr, sehr schöner Burgunderton. Und ich nehme jetzt erstmal so einen kleinen flachen Pinsel, einen synthetischen, weil die Farbe ist sehr intensiv und setze mir das hier auf mein bewegliches Lid einfach schon mal rauf und blende das Ganze dann gleich aus. Man muss jetzt so ein bisschen üben, wie man damit arbeiten kann als Lidschatten, weil die natürlich nicht als Lidschatten konzipiert sind. Sie funktionieren aber sehr, sehr gut. Und ich will ja auch nur so einen Hauch an Farbe haben. Und ihr seht es schon, ich kann das Ganze gut benutzen. Ich blende so ein bisschen immer in meine Hand mit rein, um einen leichten Blend zu haben und baue dann die Farbe lieber auf, sonst wird es einfach sehr, sehr schnell fleckig. Es ist so eine Übungssache, aber die halten natürlich sehr gut, die werden sehr matt und verschwinden dann auch nicht mehr. Ihr könnt die natürlich auch immer sehr, sehr gut als Grundlage benutzen. Also wenn ihr jetzt diese Farbe hier beispielsweise aufgetragen habt und die so einen kleinen Moment antrocknen lasst, würde ich sie sogar vielleicht im Anschluss mit einem Blush fixieren oder mit einem Lidschatten in der Farbe. Und dann können wir zu den Lippen übergehen, während das einmal antrocknet. Wir sind noch nicht fertig auf den Augen. Ich liebe meine
meiner Meinung nach die besten Produkte von Maybelline sind die Vinyl Inks. Kommt nichts dran ran. Ich habe noch nie diese Textur irgendwo anders gesehen, die so gut hält und so schön ist. Und diese Kombination ist sehr spannend. Die sieht auf den ersten Eindruck vielleicht erst so ein bisschen schwierig aus. Aber wir haben die Farbe 120 Punchy und recht neu die 155 Upbeat. Ist ein Hot Pink. Ne, da siehst du aus wie Barbie mit. Aber lasst es euch gesagt sein, dass die... Ihr dürft die Lippen nicht aneinander pressen. Ihr müsst es kurz antrocknen lassen und in die Mitte den pinken. Einmal können wir machen. Jetzt seht ihr diesen Verlauf. Dadurch, dass die Texturen super, super ähnlich sind, passt das sehr, sehr schön zusammen. Es lässt sich gut ineinander ausblenden. Und die sind ja auch so ein bisschen dafür gemacht, sich ineinander reinzublenden und sie auch miteinander zu kombinieren. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hatte für Maybelline ein paar Videos gedreht vor einer Weile, habe das gelernt und fand das super, super spannend. Jetzt auch gleich mit dem Liquid Lipstick hier unten nochmal lang. Man kann einfach spielen. Das liebe ich an Make-up, dass es einfach so vielseitig einzusetzen ist. Ist schon so ein bisschen angetrocknet und dann kann man ihn sehr, sehr gut aufbauen. Dann wird das Pigment natürlich auch noch ein bisschen intensiver. Jetzt wird's mutig. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Blush, weil der Look ist noch nicht intensiv genug. Ich nehme noch den Vinyl Ink und mische den hier mit rein. Und jetzt habe ich so einen Bronzy Blush. Und jetzt kriegen wir aber diesen Glow mit rein. Also man muss sich, glaube ich, so ein bisschen bewusst machen, wie die Texturen funktionieren. Und der Superstay Matte Ink, der ist natürlich matt und intensiv. Der Vinyl Ink ist ein bisschen leichter, aber ist dadurch einfach ein bisschen glossiger. Und wenn ich den jetzt hier mit rüber gebe, ein bisschen über die Nase, look at this. Und ich habe es noch nicht fixiert mit Make-up, ne? Das müssen wir natürlich gleich noch machen, sonst sehe ich einfach gleich aus wie eine Speckschwarte. Aber ihr seht schon, was ich aus Lippenprodukten gemacht habe. Der Lippenstift trocknet jetzt gerade so ein bisschen runter. Und dann hält er einfach. Wenn einem das nicht glossy genug ist, könnt ihr noch mit dem Gloss rübergehen. Wollte ich jetzt aber gar nicht machen. Wir lassen das Ganze einmal kurz runtertrocknen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Make-up auch so ein bisschen Zeit gibt. Ich weiß, manchmal hat man nicht so viel Zeit, aber je länger ihr zwischen den einzelnen Schritten Zeit lasst und das so ein bisschen antrocknen lasst, umso schöner wird das Ergebnis auch. Etwas, was ich euch noch gut mit auf den Weg geben kann, ist das hier. Das ist das Build-A-Brow. Sieht mittlerweile schon echt durchgerockt aus. Ihr habt auf der anderen Seite so ein Gel. Das mag ich persönlich nicht ganz so gerne, aber der Stift hier hinten ist so ein ganz, ganz feiner. Und damit kann man sich so einzelne Augenbrauenhärchen reinmalen. Funktioniert noch besser, wenn ihr noch keine Foundation drauf habt. Ähnlich wie der von NYX. Kann man sich auch, das ist auch süß, kann man sich mal so ein paar Sommersprossen mitmachen. Also der ist wirklich, wirklich gut und der hält extrem lange. Also wenn ihr Probleme habt, vielleicht, dass eure Augenbrauen nicht ganz so dicht sind, probiert das mal aus. Es bedarf so ein bisschen Übung. Ich presse mir das dann immer auch nochmal so ein bisschen weg, dass nicht zu viel Produkt mit drauf ist. Aber dann ist das unglaublich schön. Ich fixiere einmal schnell mit meinem Zauberpuder. Ich habe meinen Pinsel wieder, so lustig, ne? Ich habe meinen eigenen Pinsel wieder für mich entdeckt. Der ist hinter die Schublade gefallen und war in einer anderen Schublade. Und da habe ich ihn natürlich nicht gesehen. Ich habe neulich hier ein bisschen aufgeräumt und habe ihn wiedergefunden und dachte mir, Mensch, das ist ein guter Pinsel, du. Der war in der Catrice-Kollektion. Jetzt ist das alles nicht mehr ganz so super viel. Und eine Sache wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, hat hiermit gar nichts zu tun. Mir hat eine Zuschauerin geschrieben und mir ein Produkt, was ich habe, nochmal neu empfohlen. Von Hattie Schmidt Labs, die Bronzer. Und ja, I love it. Ich habe ihn vergessen und ich habe ihn vermisst. Ich habe ihn hier in der Farbe Light. So ein schöner Bronzer. Meiner Meinung nach einer der besten Bronzer, die es überhaupt gibt. Und ich habe schon lange ihn einfach nicht mehr benutzt. Ne? Das ist oft das Problem. Deswegen freue ich mich immer, wenn ihr mir schreibt und sagt, hey, probier doch nochmal das Produkt aus. Hast du das noch? Weil ich manchmal einfach den Überblick so ein bisschen verliere. Liebe, liebe, liebe den Look. Wir sind aber noch nicht fertig. Wusstet ihr, ich kriege die genaue Zahl nicht mehr ganz zusammen, aber es war sehr, sehr viel. Diese Sky High Mascara von Maybelline war, ich glaube, der mit wirklich einem riesengroßen Abstand erfolgreichste Produktlaunch für diese Marke. Die Sky High Mascara, eine großartige Mascara. Aber ich wollte diesen Look so ein bisschen anders machen und die Burgundy Mascara ist spektakulär. Die erinnert mich so ein bisschen an die von Charlotte Tilbury, ist aber ein bisschen lila stichiger. Klassisches Sky High Bürstchen. Das ist eine Effektmascara. Ne? Also man sieht diesen Flieder-Look eigentlich gar nicht, oder diesen lilanen Stich eigentlich gar nicht so krass. Aber das ist so ein ganz kleines Detail, was zu diesem Look jetzt passt, was den Look einfach nochmal ein bisschen runder macht. Und ich finde, bei grünen Augen ist das die perfekte Mascara, weil das dieser ganz leichte Stichfarbe, das Grün in den Augen nochmal so ein bisschen betont. Also, wenn ich die Farbe swatche, dann seht ihr es natürlich, aber auf schwarzen Wimpern ist der Effekt natürlich nicht ganz so krass. Wenn ihr eine weiße Base drunter setzt, ist der Effekt natürlich deutlich intensiver. Nun gut, aber ihr seht das, es ist ein Look und er ist gar nicht so viel, wie ich finde. Ne? Also am Anfang hätte man denken können, so, na Maxim, übernimmst du dich da nicht ein bisschen mit so viel Farbe? Aber diese Kombination aus
die Farben wiederholen sich, dann sieht das natürlich gleich immer noch so ein bisschen zusammenhängender aus. Und diesen leichten Effektpunkten, ne? Also eine Ombre-Lippe, eine dunklere Kontur, ein helleres Innere, nur eine Farbe auf dem Lid. Wirklich bitte, ihr süßen Mäuse. Wenn ihr Lidschatten tragen wollt, aber nicht so viel Lust habt, aber trotzdem guten Effekt haben wollt, eine Farbe reicht. Maximal eine zweite schimmrige. Würde ich aber gar nicht unbedingt benutzen. Schöne Mascara, Fokus auf die Haut und ihr seid good to go. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, den sich auch viele Marken mittlerweile geben und sagen, hey, der Fokus ist nicht mehr auf 2016 Cut Crease und 17 Farben auf dem Auge in Neongrün mit einer Transition zwischen Duochrome und Weiß, sondern leichtere Produkte, trotzdem viel Effekt, eher Fokus auf die Performance der Produkte und dann ein verhältnismäßig akzeptabler Preis für die Produkte. Ich bin gespannt, was ihr zu Maybelline sagt. Vielleicht habt ihr doch den einen oder anderen Favoriten, den ich hier jetzt nicht mit drin hatte. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!